Wir sind hier jetzt vor den Tanks der Fassfülleranlage. Hier kommt der Numek rein und erklär mal, wie das dann hier weitergeht. Verblombt ist und Verschlussraum ist quasi bis nach der Alkoholmessung, die wir im Hintergrund sehen. Dann wird es hier gesammelt. Wir kommen raus mit dem Alkoholgehalt 69%, ein bisschen höher teilweise. Und dann verdünnen wir auf den traditionellen Wert 63,5%, den man irgendwo in Schottland immer wieder hört oder in Irland. Machen aber nicht alles so. 63,5 Volumenprozent, das machen wir hier durch Umpumpen, haben hier ihre Messinstrumente, die uns dann den Alkoholgehalt anzeigen. Und dann füllen wir das Ganze unter Zollaufsicht, also jedes Fass wird unter Zollaufsicht gefüllt. Wir können also nicht einfach so Fässer füllen. Übers Gewicht auf der Waage hier neben in Fässer. Das machen wir dann eben hier wie an der Tankstelle mit der Zapfpistole. Und dann wird das eben alles dokumentiert, wie viel Liter purer Alkohol sind in welchem Fass. Und dann wird das über die Jahre dann mit Engelschere und so weiter dokumentiert. Wie viel Liter Jahresproduktion habt ihr momentan? Wir haben dieses Jahr ca. 120.000 Liter puren Alkohol produziert. Oder werden wir produzieren. Und die Anlage ist auf welche Größe angelegt? Das fährt sie schon volle Kapazität? Man kann noch weitaus mehr produzieren. Also es ist durchaus möglich, da das Vierfache zu produzieren. Mit gewissen kleinen Investitionen, die man dann noch tätigen muss.